Sehr, sehr gut. Nimm mal diesen Hut. Super. Unglaublich geil. Ich habe mich schon gleich am Anfang gefragt. Im ersten oder zweiten Level habe ich diesen Hut gefunden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was es überhaupt für einen Nutzen hat. Und ich weiß es bis jetzt noch nicht. Du verschwindest. Du verschwindest. Also, was wir hier tun, es scheint scheinbar richtig zu sein. Wir haben schon 4 von 8 Kirchens gesammelt. Hier ist noch eine neue Lampe, aber unsere jetzige funktioniert ja noch. Von daher recht nutzlos. Irgendwer meinte mal, dass dieses Spiel extrem die Zerstörungswut im Menschen weckt. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Man fängt an, auf alles einzuschlagen. Selbst auf schlafende Geisterpiraten. Die dann eigentlich nichts getan haben. So, stark sind wir immer noch nicht. Aber ich kann Äxte werfen. Yeah, yeah. So. Klettern wir mal hier hoch. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, ich Idiot. Ich brauche eine Lampe dafür. Lampe? So, jetzt. Können wir nämlich hier die Dingens verscheuchen. Wir kriegen ja schon mal die... Das zweite Minikit. So. Das können wir verscheuchen. Bringt uns gar nichts. Das können wir verscheuchen. Warum kann ich ja jetzt nicht gegendrücken? Chef? Och, was chillst du denn hier unten rum? Bist du bescheuert? So, ein blauer Stein. So, du kannst nämlich jetzt nicht. Was? Okay, das war anders als geplant. Können wir hier noch irgendwas machen? Hä? Aber ich dachte eigentlich, dass es ganz eindeutig wäre, dass man jetzt hier an dem Ding drücken sollte. Bewegt sich das? Hm, macht das keinen Sinn. Ich meine, Will bleibt ja sogar an dem Ding stehen. Sollte er das tun, sonst. Dann musst du das hier machen? Das macht ja auch keinen Sinn. Weil Will ist ja nicht stärker als sein eigener Vater. Irgendwas blockt das Teil noch. Bleib du von mir aus da stehen, das ist mir egal. Hier hinten war nichts mehr, außer Geld. Ne, hier war auch nichts mehr. Hier ist noch was. Was war der? Was? Okay. Ja. Mach du, was auch immer du da gerne tust, mach es weiter. Wenn es dich glücklich macht. Viel Spaß damit. So. Das hat jetzt irgendwie auch nichts verändert, oder? Was macht der denn da hinten? Ist der behindert? Ich meine, Klatsche bringt das, glaube ich, auch nicht viel. Ich glaube, irgendwas habe ich definitiv falsch gemacht. Ah, komm schon. Dieses eine Teil hier hält ihn die ganze Zeit auf. Irgendwas da unten muss da. Irgendwas stimmt da unten nicht. Lässt du mich runter? Danke. Ganz runter. Dafür muss ich stark sein. Hm? Hierfür muss ich ein Fass rollen. Auch nicht zerstören. Hm. Wir brauchen so ein Fass. Ach. Ich Idiot. Hier ist ja direkt eins. Jetzt ist es kaputt. Ja. Ich war ein Idiot. Ich sag's ja. So, hier hoch. Jetzt kann wenigstens hinten kein Idiot abspacken. So, du dahin. Und du machst das Tor jetzt auf. Na, endlich! So, nichts wie hindurch. Bevor der noch weiter rum albert. Und wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Yay, das hat sich super toll gelohnt. Bin ich froh. So, das haben wir alles gemacht. Nehmen wir uns direkt mal eine Lampe mit und versuchen mal, Davy Jones irgendwie zu schlagen. Beziehungsweise... Er ist gar nicht hier. Können wir nicht dran drehen? Ne, wir können nicht dran drehen. Gehen wir einfach hinterher.
Schöner Kompass. Wundervoll. Toll. Ach Gottchen. So, das leuchtet. Das leuchtet. Ich will es irgendwie öffnen. Okay, wo soll man denn damit jetzt hin? Ah. Okay. So einfach. Macht es uns nicht ganz so einfach, wie erwartet. Gut, da können wir was drüber schieben. Auf beiden Seiten. Da ist Wasser, was uns zurückdrückt. Jetzt haben wir erstmal alles Geld ein, was wir haben. Du portest dich da durch. Aha. Nimm den blauen Stein damit, bitte. Wo kam das denn jetzt plötzlich her? Oh, dreh da mal dran. Naja, viel hat das jetzt nicht geändert. Lass das mal los. Wieder durch. Da ist ein... Also rüberspringen könnte ich da, oder? Wenn ich es nicht so dumm anstelle, schaffe ich das. Wenn ich es nicht so dumm anstelle, schaffe ich das. Sag ich ja. Wenn ich nicht dumm anstelle, schaffe ich das. So. Das klauen wir uns alles, das ganze Geld. Und dann kann ich ja hier den betätigen. So. Drücken den in die Ecke. Machen das. Schaffen wir es jetzt damit, das Ding rüberzutragen? Hier lang? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Lassen wir den mal los. Gucken wir mal, ob wir sonst noch irgendwas machen können. Wir bräuchten eine Lampe dafür. Auf jeden Fall. Wo kriegen wir jetzt eine Lampe her? Nee. Zerschlagen bringt hier im Endeffekt auch nichts. Wir brauchen hundertprozentig. Ja. Bitte. Stirb. Einfach. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Danke. Haben wir nicht hier irgendwie noch was? Ja. Gut. Dann gehen wir halt wieder zurück. Das war meine Idee. Wir können das nutzen, um eine Lampe hier zu nehmen. Nehmen wir mal wirklich eine Lampe mit. Ohne Schmarrn. Und gehen dann wieder rein. Und wir haben die Lampe wirklich noch. Yes. Also nur den Weg hier durchschaffen, ohne zu sterben. Sei einmal nicht schlecht, bitte. Warum werden die jetzt nicht weggelockt? Nein, Lampe, bleib hier. Warum wirkt die denn nicht? Müsste die jetzt nicht eigentlich die Viecher verscheuchen? Gut, wieder Sache gelernt. Das funktioniert schon mal nicht. Aber, was ist denn, wenn wir jetzt nochmal an den Dingern drehen? Ah, jetzt drehen wir nochmal hier dran. Oh Gott, das ist doch viel zu kompliziert für mich. Das verstehe ich nie im Leben. Das funktioniert auf jeden Fall jetzt bestimmt, oder? Ach, Mist. Wenn ich wüsste... Jetzt! Das funktioniert. Das funktioniert hundertprozentig. Das sehe ich schon von hier aus. Ja. Und hier links. Easy. Einfachstes Spiel aller Zeiten. Ja, drück mich runter. Will mich jetzt veräppeln. Will der mich jetzt bestrafen dafür, dass ich die falschen Töne getroffen habe? Wie viele denn noch? Das reicht doch nicht langsam. Alle kein Hindernis für uns. Ja, die mache ich auch noch platt. Komm jetzt, wenn jetzt endlich viele kommen, ich jetzt 2,5 Stunden lang hier rumstehe. Bing, bing. Ja, scheint alles nicht zu jucken. Dann töten wir erstmal nochmal weiter ein paar dieser Typen. Ja. Da sind neue Dinge aufgetaucht. Hm.
jetzt hat er sie weggemacht. Nee, nicht zurückwerfen, bitte. So, gehen wir dann aus dem Weg. So. Das hat wirklich funktioniert. Das ist einfach stupide, blöde Hin- und Her. Das hat wirklich funktioniert. Ich glaube das nicht. Können wir jetzt Davy Jones schlagen? Der schläft! Okay, scheinbar hat Davy Jones den Kraken vollkommen unter Kontrolle. Aber wir haben einen Stiefel wie Bill Turner auf unserer Seite. Und wahrer Pirat, definitiv. Ich meine, wir haben Punkte mal zwei. Ich habe von Anfang an gesagt, das lohnt sich total. Und unseren Schatz nochmal verdoppelt. 500.000 hat uns der Schatz mal zwei rote Steine gekostet. Den müssen wir jetzt, wenn wir mindestens nochmal 500.000 zusammenkriegen, haben wir den quasi den Wert wieder drin. Ja, ja. So viele Sachen, die wir gesammelt haben, ohne es wirklich zu merken. Mit Jax ist es mal ein bisschen einfacher, da sagt er ja wenigstens, wohin man gehen muss. Da findet man die einfach so random-mäßig. 15 Steine, mal gucken, ob wir damit noch irgendwo hingehen können. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, ciao!